Servus und hallo, ich bin der Videospieler. Wir spielen Black Mirror. Wir sind jetzt in Kapitel 5 angekommen. Sind jetzt zurück zum Schloss. Da finden wir See you on the other side. Auf dem Kamin geschrieben, in Blut wahrscheinlich. Die Margaret liegt hier auf dem Sofa. Müssen wir mal gucken. Die wurde ja da vorher von hinten überfallen. Jetzt schauen wir Es mal. ist nicht Ihr Blut. Hier, ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich. Mich. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Es ist das Haus, der Fluch, der auf uns liegt, durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn. Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten, wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne dass ein Fluch oder... Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters, Ihres, ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit. Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden, ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Okay. Der nimmt wieder. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Andrew scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Da hinten ist etwas. Sieht wie eine Tür aus. Eine Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden. Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich. Keine Ahnung, welche ich drücken muss. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Kann ich jetzt ausprobieren oder kann ich das Das vorher? erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Wir haben keine Zeit herumzuprobieren. Ich muss herausfinden, welche Symbole den Tunnel öffnen. Also wir haben keine Zeit, es herumzuprobieren. Auch. Aha. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Was war unten? Das war unten, okay. Wir dahin. Gehört nach unten. Perfekt. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich vielleicht doch noch woanders hingehen und das rausfinden? Sie werden ruhig bleiben müssen, wenn wir wieder mit Lady Margaret sprechen. Ich weiß. Zur Weißglut, ja. Ja, ist recht. So, wo wird wohl Lady Margaret sein? Hier wahrscheinlich nicht drin, aber... Obwohl... Hier ist sie nicht. Dass sie so ein schönes, warmes Feuer hat. Speisesaal wohl kaum. Sie nicht sitzen. Hilfe, wo bin ich jetzt? Vielleicht in der Bibliothek. Auch nicht danach aus. Im Herrenzimmer vielleicht. Oder im alten Flügel. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt gar nicht, wie man da hinkommt. Hier sieht auch nicht so aus, als wäre sie hier. Schneller mit deinen Lichtern. Licht hier. Könnten mehr von den Lichtern an sein. Neues Spannendes. Ah, der Globus. Okay. Könnt ihr ja ruhig ins Inventar mit reinnehmen. Ach, und im... Also, das ist hier direkt... Okay. Und der zweite Globus war auf seinem anderen Schreibtisch. Kann ich immer noch nicht machen, mir fehlt immer noch ein Teil. So, wie komme ich in den... alten Flügel? So,
weiß ich überhaupt nicht. Unten irgendwo? Hier oben? Ich weiß es nicht. Von draußen? Komm her mit deinem Licht. Soll ich ein bisschen schneller laufen? Hoch brauche ich nicht. Was ist das für ein Raum? Jetzt hier vielleicht zum alten Flügel. Was ist das? Ach Gott, das ist die Bibliothek. Ach du Schande. Peinlich. Treppe. Stellen wir den mal schon mal richtig ein. So. Gut. Den unteren Teil muss man noch gucken. Hier vielleicht irgendwie zum alten. Ich weiß nicht, wie es zum alten Flügel geht. Da geht's zum Kaminzimmer. Sich da. Da geht's in den Saal, da geht's in den Speisesaal. Da geht's in die Küche. Was machst du da? Wir müssen mit Margaret reden. Ja. Sie werden ruhig bleiben müssen. Ich war... Zur... Hä? Das Questprotokoll. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wo es den alten Flügel geht. Offensichtlich ist die Tür wieder verschlossen, also zu Rose kann ich nicht. Wenn ich selber ein Licht hätte. Die Türen gingen auch nicht auf. Küche will sie mich nicht lassen.
Hier gibt es keine anderen Türen. Ich weiß nicht, dass ich da irgendwelche sehen würde. Ach komm, das ist jetzt ein bisschen nervig. Da waren keine Türen hier, oder? Ist kein Durchgang. Wir müssen Andrew folgen. Und Rory meinte, es gäbe da etwas über meinen Vater, das... Gibt's seine alten Flügel? Wahrscheinlich, ja. Das ist nicht er. Mein Edward hätte so etwas nicht geschrieben. Ja, selbstverständlich, Alte. Noch einer. So. Wie kriege ich die Drehung auf jeden Fall da? Das kriege ich hin. Das kann ich mir merken. Wissen Sie, wie Andrew durch den Geheimgang im Kamin kam? Nein, das weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn durch die Halle schleichen hören, bevor er in Eddies Zimmer ging. Aber sicher bin ich nicht. Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, der war es. Nicht Edward. Nicht mein Edward. Sie wissen nicht. Niemand hört so etwas gern, aber am Stammbaum der Gordons blüht der Wahn und Sie wissen es. Sie haben erlebt, wie er Ihre Familie auseinanderreißt. Andrew ist das Ergebnis dieses Wahnsinns. Dessen, was ihr Mann Cecilia angetan hat. Nein! Er hätte sie nie angefasst. Er... Möchten Sie sich hinsetzen, Lady Margaret? Nein. Mir geht es gut. Es ist nur... Er war immer gut zu mir. Er hat mich geliebt. Auf seine Art. Hören Sie zu, Lady Margaret. Das hier ist wichtig. Rory sagte, zwischen meinem Vater und mir wäre noch etwas ungeklärt. Wissen Sie, was er meinte? Ich kannte deinen Vater nicht so gut, wie ich es gern getan hätte. Tut mir leid, ich... Für Geheimnisse ist keine Zeit, Lady Margaret. Sie sehen doch, was uns das gebracht hat. Tut mir leid. Alles, was hier passiert, es ergibt keinen Sinn. Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater von dem Modell des Schlosses im Herrenzimmer besessen war. Ich meide den Raum schon seit Jahren. Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Eddie hat das nicht verdient. Bitte, rettet ihn. Wir versuchen es, versprochen. Wissen Sie irgendetwas über Ihren Ehemann? Etwas, das uns helfen könnte, Eddie zu retten? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es für Edward sehr kostbar war. So, was gibst du mir jetzt? Zeig mal, was hat sie mir gegeben?
Hallo, Rose. Rose, wie bist du? 35 Jahre. Ich tat, was ich tun musste. Für unsere Familie. Was sollte ich sonst tun? Stoppen wir jetzt beide da runter. Ja. Autsch. So, jetzt stelle ich noch den Globus ein. Steinplatte voller uralter Symbole. Sind noch nicht die gleichen. Ah, da sind Zahlen drunter. Eine Steinplatte voller uralter Symbole. Die 2 ist nicht drauf gekratzt, das ist die auf der Rückseite. Eine Steinplatte voller uralter Symbole. Gut. Alles klar, jetzt hoffe ich, dass ich weiß, wie ich den Kamin aufmache. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Videospieler. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.